Würdest du mir glauben, wenn ich dir sage, dass du in wenigen Sekunden aus 100 Euro 3.800 machen kannst? Also 3.800 Baht und nicht Euro. Und dafür musst du nur an den Geldautomaten in Bangkok, Thailand gehen. Genau das, was wir gemacht haben, um zu schauen, wie weit man in 24 Stunden mit 100 Euro in der Megametropole Bangkok, Thailand kommt. Und so viel sei schon mal gesagt, man kommt ziemlich weit und die Stadt ist völlig verrückt. Also viel Spaß mit 100 Euro in Bangkok. Es ist schon wieder soweit, es geht schon wieder los. Wir brauchen Bares. Und zwar nicht gerade wenig. 100 Euro sind 3.564 Baht an dem Tag, wo wir das heute drehen. Und ich denke, damit sollten wir ewig weit kommen. Also wirklich ewig weit. So sieht es aus. Tausenderscheine, Hunderterscheine. Die blauen sind die Fuffis. Der Taxifahrer hinter der Kamera winkt oder Tuk-Tuk-Fahrer winkt mir gerade schon zu, weil er die Kohle gesehen hat. Wir gehen jetzt in den Markt, essen, trinken, gucken nach Souvenirs. Riesenmarkt, Wochenendmarkt, auf dem ich schon mal war. Mega geil. Dann schauen wir mal, was der Lachs so bringt, ne? Wir haben uns Unterstützung geholt. Genauso in Vietnam haben wir einen Deutschen gefunden, der uns ein bisschen durch Bangkok führt. Ist seit 4 Wochen hier und mit dem werden wir den Tag bestreiten. Sehr cool. Und direkt zum Frühstück musste ich einen großen Punkt meiner Thailand-Checkliste abhaken. Und ich denke, jeder wird mir zustimmen. Ein absoluter Must-Try und mein Favorite Food in Thailand, Sticky Rice mit Mango. One time with Sticky Rice. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. 60 Baht. Quasi eine komplette Mango und Sticky Rice darunter. Ist ziemlich süß mit Kokosnussmilch obendrauf, aber hammergeil. Wirklich hammergeil. Seit 4 Jahren nicht mehr gegessen. Hab die ganze Reise schon darauf gewartet, nach Bangkok zu kommen, nach Thailand zu kommen, endlich wieder Sticky Rice mit Mango zu essen. Hammergeil. Und wenn man schon mal auf einem Markt in Thailand ist, kann man es sich natürlich nicht nehmen lassen, all die anderen tollen Dinge auch noch zu probieren. Und genau das haben wir getan. One Passion Fruit Smoothie. Thank you. Thank you. Hauptgericht. Nudeln mit Schwein, 60 Baht wieder. Der Smoothie war 60 Baht, Sticky Rice 60 Baht, alles 60 Baht. Can I have one watermelon? Kaufen wir einfach noch Früchte. Es ist wie im Schlaraffenland. Also 50 Baht, zweiter Smoothie, dieses Mal Mango und 40 Baht für die frische Wassermelone. Nachtisch, nachdem ich gerade schon einen Vortisch hatte und dann einen Hauptgang und jetzt wieder eine Nachtisch. Und dreimal dürft ihr raten, wer seine Sonnenbrille vergessen hat. Richtig, ich, obwohl mir klar war, dass wir nach Bangkok, Thailand fliegen. Aber glücklicherweise gibt es auf thailändischen Märkten auch dafür ziemlich günstige Abhilfe. Thank you. Bisschen über 1 Euro für diese Sonnenbrille. Und damit müsst ihr mich jetzt zum einen über das gesamte Video so ertragen, zum anderen kann ich aber auch vernünftig Richtung Kamera gucken. Gerade auf solchen Märkten ist es super verführerisch, mehr zu kaufen, als man eigentlich möchte. Und solange es um Sticky Rice und Sonnenbrillen geht, ist das auch noch okay. Passiert das aber im Großen, ist die Urlaubskasse schneller leer, als man gucken kann. Und um auf Reisen und zu Hause mein Geld immer im Überblick zu behalten, gibt es Finanzguru, den Partner des heutigen Videos. Finanzguru ist dein digitaler Finanzassistent, der alle deine Ein- und Ausgaben von verschiedenen Konten trackt. Dabei ist es völlig egal, ob Girokonto, Sparkonto, Aktiendepot oder sogar PayPal. Und das Beste, das Tool ist komplett kostenlos. Ihr seht also genau, was reinkommt und viel wichtiger, ihr seht alles, was rausgeht. Weißt du zum Beispiel, wie viel Streaming-Abos du hast oder welche Fixzahlung überhaupt jeden Monat ansteht? Finanzguru checkt genau das über regelmäßige Kontobewegungen und gibt euch eine Möglichkeit, all diese Verträge direkt in der App rechtssicher zu kündigen. Die App lernt also anhand von eurem Einnahmen- und Ausgabenverhalten euch einen zuverlässigen Überblick über eure Finanzen und Sparpotenziale zu geben. Vielleicht zeigt euer Konto 1000 Euro an. Finanzguru weiß aber, dass in den nächsten Tagen noch Miete, GZ und Handyvertrag gezahlt werden müssen, weswegen euch real eigentlich nur 450 Euro bleibt. Das ist super wichtig, damit ihr nicht über euren Verhältnissen lebt und eine wirklich gute Übersicht über eure Finanzen habt. Für mich ist Finanzguru das Number-One-Tool, um alle Konten auf einen Blick zu haben und mit einem klaren Kopf finanzmäßig ins neue Jahr starten zu können. Und mit dem Code Dave gibt es Finanzguru Plus für 3 Monate komplett kostenlos. Damit schaltet ihr nochmal unendlich viele Extras frei, wie zum Beispiel smarte Budgetvorschläge, unendlich viele Analysen und die Möglichkeit, zukünftige Buchungen zu machen. Also ladet euch jetzt die App herunter, registriert euch, fügt eure Konten hinzu und tragt den Code Dave ein, um dauerhaft wirklich guten Überblick über eure Finanzen zu behalten. Vielen Dank an Finanzguru fürs Möglichmachen dieses Videos und euch viel Spaß weiter mit dem Video. Nach dieser Reizüberflutung, und so viel kann ich schon mal versprechen, es war nicht die letzte, ging es für uns zurück ins Hotel. Und das nicht mit dem Taxi, das wäre ja zu einfach und wir haben ja eine Touri-Liste abzuhaken, deswegen mit dem Tuk-Tuk. Hammer! Juhu. Es ist dieses eine bestimmte Gefühl, das mir schwerfällt zu beschreiben. Aber für mich ist Thailand, ist Urlaub in Südostasien einfach wirklich Peak-Urlaub.
unheimlich viele Möglichkeiten. Das alles zu einem super günstigen Preis. Wenn man will, super schöne, ruhige Landschaften auf einer kleinen Insel wie Koh Tao und super chaotisch, mega viel los in Bangkok. Irgendwie ist diese Mischung aus beidem für mich einfach der absolute Traum. Schlafen tun wir im Ramada Plaza. Super modernes 4-Sterne-Hotel. Wie das ins Budget passen kann, erkläre ich euch gleich auf der Sukhumvit Road. Leider etwas außerhalb, aber Sukhumvit Road, eine der Hauptstraßen, auf der wir uns auch schon Wohnungen in einem der letzten Videos angeschaut haben. Also super easy, mega schnell in die Stadt zu kommen. Hallo und herzlich willkommen zum besten Zimmer, das wir jemals in 100 Euro in hatten. Und zwar 100 Euro in Bangkok. Tretet ein, ich würde schätzen ungefähr 25, 26 Quadratmeter. Im Eingangsbereich befindet sich draußen vor dem Badezimmer das Waschbecken. Ziemlich groß, ziemlich schick. Insgesamt ist das Hotel super neu, also ich glaube weniger als ein Jahr. Hier hat man Stauraum, eine Mikrowelle. Zu meiner Rechten geht es ins Bad, bodentiefe Dusche, super schick. Alles wunderbar, gefällt mir sehr gut und weil es so neu ist, ist auch alles frisch. Ich habe öfter mal in Südostasien die Erfahrung gemacht, dass gerade in der Dusche dann so etwas, naja, die Qualitätsstandards nicht ganz mit den deutschen konform sind. Hier ist es allerdings so, alles neu, alles fresh, mega nice. Und hier aus dem Flur und dem Badezimmer geht es dann ins wirklich, wirklich große und geräumige Zimmer. Wir haben mega viel Platz, also hier ist Platz, hier, hier, wir haben einen großen Fernseher, alles neu, unser Kleiderschrank, wir haben eine Sitzecke und das alles, jetzt hört mir genau zu, für 27 Euro pro Person pro Nacht. Sechster Stock, Rooftop, wir starten mit dem Gym. Wie immer wird das von uns nicht benutzt, aber wirklich sehr schick, überall Spiegel, man merkt, dass es super neu ist, mega geil, schick gemacht mit so bunten Fenstern, die ziehen sich draußen am Pool auf weiter und den schauen wir uns jetzt an. Neben dem eigentlichen Pool haben wir so eine Pool-Area, an der man chillen kann, da ist eine Bar, sind Sitzmöglichkeiten und wir haben einfach unheimlich gute Aussicht, also große Gebäude um uns rum, jetzt beim Sonnenuntergang, richtig geil. Deswegen werden wir dem Pool einen Besuch abstatten. No joke, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Hier auf dieser Seite der Welt, in dieser Region, ist das Geld einfach deutlich weniger wert. Und das merkt man. 100 Euro sind hier ein Budget, das man an einem Tag nicht leer bekommt. Naja, außer man legt's drauf an und kauft sich Karten für einen echten Muay Thai-Kampf. Wenn wir schon mal da sind, müssen wir auch das machen. Muay Thai ist nichts anderes als Thai-Boxen. Und nichts anderes als Thai-Boxen ist eigentlich der völlig falsche Ausdruck. Denn es ist viel mehr als das. Es ist viel mehr als ein Sport. Es ist Nationalsport und fast Nationalgefühl, würde ich sagen. Neben MMA gilt Muay Thai als einer der härtesten Kampfsportarten. Im Prinzip ist alles erlaubt, außer Schläge auf den Hinterkopf, Bisse und so weiter. Und es geht wirklich hart zur Sache. Am Ende war der Muay Thai-Kampf eines meiner absoluten Highlights der gesamten Asienreise. Also von allen Sachen, die wir von Japan über Vietnam bis nach Thailand gemacht haben, wirklich was ganz Besonderes. Großes Stadion inmitten der Einheimischen, man spürt die Emotionen und hat einfach eine gute Zeit. Und für den Preis vollkommen okay. Aber auch die Zeit im Stadion hat uns Hunger gemacht. Bevor wir uns darum kümmern, erstmal noch zu einem Tipp. Wir fahren nach Chinatown und das mit dem Taxi. Chinatown Market jetzt wurde uns empfohlen von einem Einheimischen, weil der gesagt hat, das ist der Markt, wo auch noch Einheimische hingehen, wo es nicht komplett nur auf Touris ausgelegt ist. Sieht ziemlich cool aus hier. Durian, die Stinkfrucht, habe ich schon diverseste Male gegessen, aber ist jetzt für heute Abend nichts. Gibt's alles eingepackt, frisch, zubereitet, nicht zubereitet. Echt, echt krass. Willkommen auf der Khao San Road. Yeah. Es ist wie eine gesunde Mischung aus Ballermann, Lorette Mar und Reeperbahn. Das hört sich schon verrückt an und genauso ist es auch. Die Khao San Road in Thailand, Bangkok muss man gesehen haben. Klar, es spiegelt nicht das klassische Thailand wider, ist eher darauf ausgelegt, den Backpackern und Reisenden für einen oder maximal zwei Abende eine möglichst gute Zeit zu machen und möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Und genau dort, inmitten von gerösteten Skorpionen, Neonlichtern und zu lauten Musikboxen, werden wir zu Abendessen gehen. Standard Partei, das ist super einfaches Gericht. Ich meine, der Großteil von euch wird es kennen. 60 Baht selbst hier auf der Straße, also weniger als 2 Euro. Ich kann die 100 Euro hier nicht ausgeben. Und es schmeckt unheimlich gut. Nach dem Essen sind wir Richtung Hotel und komplett platt, fertig und zufrieden ins Bett gefallen, auch wenn Bangkok natürlich noch eine Menge Nightlife-mäßig für uns bereitgehalten hätte. Aber wir kommen zum Wie sehr lohnt sich eine Reise-Ranking. Bei Bangkok, muss ich sagen, ist es für mich
was ganz Besonderes. Anreise. Bangkok ist absolut kein Geheimtipp mehr. Jeder, der nach dem Abi nicht nach Australien reist, kommt wahrscheinlich an Südostasien nicht vorbei und damit auch nicht an Bangkok. Deswegen Flüge ab 400 Euro, wahrscheinlich eher so 500. Das ist eine solide 3 von 5, ist ja auch eine lange Strecke. Location. Bangkok ist schon ziemlich krass. Ich betrachte es aber vielmehr als eine Bewertung für Thailand, denn Thailand besticht durch seine Kontraste. Man hat die Megametropole Bangkok, in der alles super schnelllebig, modern und irgendwie auch ein bisschen abgefuckt ist. Auf der anderen Seite unberührte Natur auf irgendwelchen einsamen Inseln. Location-mäßig kommt da wirklich wenig dran. Ich würde eine 5 von 5 geben. Und genauso geht es beim Fun-Faktor weiter. Bangkok ist Bangkok. Nicht ohne Grund wurde einer der Hangover-Teile storymäßig um Bangkok drumherum gebaut. Ansonsten, auf den Inseln kannst du unheimlich viel erleben. Thailand hat einiges zu bieten und ich würde fast sagen, da kommt sehr wenig dran, beziehungsweise kommt gar nichts dran von den Ländern, die ich bisher erlebt habe. 5 von 5. Beim Wohlfühlfaktor sieht es etwas anders aus, aber lasst mich erklären. In den ersten Tagen, in denen man nach Thailand kommt, in denen man als Tourist in Südostasien unterwegs ist, muss man sich wahrscheinlich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Mittlerweile fühle ich mich komplett wohl. Wohlfühlfaktor würde ich fast sagen 5 von 5, aber weil so am Anfang so ein bisschen komisches Gefühl mitschwingt, gebe ich eine 4 von 5. Das alles legt sich über die Zeit. Alle Leute sind super nett, nie eine wirklich sketchy Situation erlebt. Natürlich muss man aufpassen, nicht hier und da gerippt zu werden, aber so ist das, 4 von 5. Nochmal Hinfaktor, letzte Kategorie. Was soll ich sagen? Ich würde sofort nochmal hin. Ich würde jedem empfehlen, mal nach Thailand zu fliegen. Ganz klare 5 von 5. Und das ist auch das, was ich von Kumpels gehört habe, die unabhängig von mir auch schon mal da waren. Wie zum Beispiel Crispy Rob. Einmal dahin gefahren, sich verliebt und man würde immer wieder hin. Ganz klare Nummer. Und damit rankt Thailand bzw. Bangkok ganz klar auf Platz 1 der 100-Euro-Innenserie. Es gibt noch unheimlich viel zu entdecken. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das war's mit dieser Folge. Lasst dem Video ein Like da. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.